Als ich dieses Lied zu Hause übte und Freunde mich besuchten, da sagte einer: Mensch, pass bloß auf, so Lieder gegen Strauß, das ist auch gefährlich, denn vor lauter Strauß vergisst man so leicht die anderen, die hinter ihm stehen und die noch gefährlicher sind. Das grenzt dann schon leicht an negativen Personenkult. Das hat mir eingeleuchtet, finde ich richtig. Deswegen möchte ich euch jetzt ein anderes neues Lied vorsingen, das ein paar Etagen tiefer spielt. Nicht in der sogenannten Königsebene, sondern da, wo wir uns jeden Tag bewegen. Das Lied heißt Gemütlicher Faschismus. Ich machte Rast im Gasthaus zur Post und bestellte ein Rehragout. Das schmeckt so gut mit Kartoffelbrei und Preiselbeeren dazu. Ein Förster saß am Stammtisch und aß und trank in geselliger Rund. Und zwischen seinen Stiefeln lag brav, und zwischen seinen Stiefeln lag brav sein schwarzbrauner Schäferhund, sein schwarzbrauner Schäferhund. Das war in Brückmühl im Bayernland, und der Mann mit dem Pinsel am Hut warf unter'n Tisch ein Stück Leberkäs und knurrte: Lass aus, es ist vom Jud. Die Männer lachten und sahen unter'n Tisch, dem Schäferhund tropfte der Zahn. Er roch an dem Fleisch und er jaulte dazu. Er roch an dem Fleisch und jaulte dazu und rührte es doch nicht an. Und rührte es doch nicht an. Dann rief der Förster: Jetzt haben wir'n tauft. Und zack verschlang das Tier den Bissen. Und der Förster sprach: Schaust, wie ich den zum Menschen dressier. Mein Essen kam, ich zahlte gleich, schön mürb war das Rehragout. Das schmeckte mir gut mit Kartoffelbrei, das schmeckte so gut mit Kartoffelbrei. Und Preiselbeeren dazu, und Preiselbeeren dazu. Und als ich wieder draußen stand, die alten Häuser waren schön, da sah ich die Wolken im Abendlicht hoch über dem Kirchturm stehen. Und gäbe es diesen Stammtisch nicht, dann gäb's auch kein Franz Josef Strauß, der tägliche kleine Faschismus sieht, der tägliche kleine Faschismus sieht so urgemütlich aus, so urgemütlich aus.